So Leute, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game von Wolfbeit LP. Ich habe es euch angedroht, wir spielen das Deck nochmal. Wenn ihr im Hintergrund immer mal so ein Dong hört, dann hört ihr, was gerade an meinen Nerven zieht. Weil ich habe heute noch eine ganze Menge zu tun. Kann heute nicht reden. Noch eine ganze Menge zu tun. Und irgendwer meint die ganze Zeit die Feuertreppe. Weiß ich nicht, antreten zu müssen. Es ist auf jeden Fall laut. Und das hört man halt hier im ganzen Haus, weil ich halt direkt an der Feuertreppe bin. Und das mit der Feuertreppe ist eine ganz lustige Geschichte. Also eigentlich ist es ein Trauerspiel, aber wir tun mal so, als wäre es eine lustige Geschichte. Also, folgende Situation. Wir haben diese Feuertreppe, die war früher offen. Das heißt, jeder konnte sie benutzen, konnte damit runtergehen, bliblablub. Dann wurde unten, ich habe ja direkt unter meiner Wohnung zwei Stockwerke oder ein Stockwerk weiter unten. Ne, es müssten zwei sein. Zwei Stockwerke weiter unten eine Kita drunter. So. Und weil bei uns im Haus leider Sachen immer wunderbar geplant sind, wurde die Kita direkt so gebaut, dass der Spielplatz an der Feuertreppe ist. Warum, weiß keiner, aber ja, man hätte ja auch den Spielplatz ein bisschen verkleinern können. Der geht sowieso ums Haus rum und hätte sagen können, gut, dann machen wir das so, dass das nicht auffällt und dass es niemanden stört. Aber nee, hat die Hausverwaltung leider nicht gemacht, sondern das ist direkt an der Feuertreppe. Und dann hat die Hausverwaltung gesagt, ja, aber das ist ja anders vermietet. Das bedeutet, da dürft ihr ja eigentlich gar nicht durch. Und haben dann einen Türalarm an die Türen gesetzt, damit Leute wirklich nur noch im allerhöchsten Notfall, wenn keiner was dagegen sagt, diese Feuertreppe benutzt. So, das ist jetzt die Situation. Seit neuestem, da ja der Spielplatz der Kita da unten ist, kommen aber immer mal wieder offenbar Kinder oder irgendwer auf die Idee, mit der Feuertreppe zu spielen. Ich weiß nicht genau, was sie machen, aber vielleicht springen sie drauf rum oder treten dagegen. Auf jeden Fall donkt das hier im kompletten Haus. Und das ist für Studenten, sage ich mal, die lernen wollen, jetzt nicht unbedingt die ideale Voraussetzung. Und mit nicht die ideale Voraussetzung meine ich, mein Gott, können die nicht einfach ruhig sein. Und das hat gut geklappt. Nee, es ist. Das Problem ist, an sich bin ich ja überhaupt niemand, der da sagt, oh, die Kinder, die dürfen da nichts mitmachen. Das Problem ist einfach, bloß wie gesagt, das hört man sehr, sehr laut. Also jetzt, ich habe mein Headset auf. Ich höre den Spielsound recht laut auf meinen Kopfhörern und ich höre es immer noch hier durch meine Wohnung hallen. Immer noch. Und ganz ehrlich, ich bin kurz davor, ich muss sowieso noch Müll runterbringen. Gerade mal bei der Kita vorbeizugehen und den Betreuer zusammenzuscheißen, der da gerade zuständig ist, und zu sagen, hier, wir dürfen nicht bei euch durchlaufen, bedeutet, ihr dürft unsere Feuertreppe nicht benutzen. Bedeutet, entweder ihr haltet eure Kinder da weg oder ich beschwere mich wegen Lärmbelästigung mal beim Vermieter, dass der da einen Zaun zieht, weil, sorry, ich kann nicht arbeiten, wenn alle zwei Minuten lautstark durch meine Wohnung dong, dong, dong geht. Tut mir leid, dass ich mich da so ein bisschen drüber aufrege. Ich möchte es auch eigentlich gar nicht. Ich möchte mich da eigentlich nicht drüber aufregen. Aber es ist halt einfach sowas, das zieht mit der Zeit extrem an den Nerven. Ich glaube, ihr könnt das nachvollziehen. So, ich muss den Ball leider opfern, auch wenn es mir in der Seele wehtut. Ja, weil wir brauchen Doppel-Farblos-Energien. Und das ist ein leichtes Match, das finde ich gut. Und wieder. Ehrlich, ich bin echt kurz davor, dass mich das in den Wahnsinn treibt. Es ist halt gerade, ich muss heute noch, ja, ich muss heute noch ein bisschen was für die Nachhilfe schreiben. Weil ich, obwohl, vielleicht lasse ich das weg. Der hat wieder Schule, der kann auch Hausaufgaben machen, da muss ich nicht wirklich was vorbereiten. Was gut ist, ich bereite, also Sachen für Schüler vorbereiten ist immer so ein undankbarer Job. Weil Schüler wertschätzen das gar nicht. Man macht sich da total die Arbeit für die Schüler, das zu machen. Und dann
Am Ende beschweren sich bloß, dass sie Arbeit haben. Das ist ein undankbarer Job. Aber als Nachhilfelehrer muss man da leider durch. Und ja. Aber für die Uni muss ich leider noch Hausübungen machen, und zwar 2 Stück. Und das sind Aufgaben, an denen ich mal gut 2 Stunden sitzen werde wahrscheinlich, pro Blatt. Und da kommt halt Freude auf, wenn man an irgendwas arbeitet und dann so halt bong, bong, bong. Ah. Wahrscheinlich, wenn das noch passiert, wenn die Aufnahme hier fertig ist, dann gehe ich, bringe ich mein Zeug runter, gehe einkaufen und scheiße einen Betreuer zusammen. So, wir bräuchten jetzt aber eigentlich eine Weiterentwicklung. Ah, ich habe nur einen Ball gerade im Ablagestapel, das wusste ich nicht. Ich dachte, ich hätte 2. So, den da schmeißen wir mal weg, den brauchen wir gerade nicht. Hoffen wir mal, dass wir die Weiterentwicklung ziehen. Tun wir nicht. Da benutze ich gerade mal, obwohl, wie viel Leben hat denn? Na, 110, da bringt der Levelball nichts. Aber der Superball tut's. So, 160. Das sind 4 Karten. 1, 2, 3, 4. So. Habe ich verzählt? Schaden gesunken? Kacke. Das Vieh hat Panzerhaut. Shit. Hätte ich doch noch 1 gebraucht. Habe ich nicht gesehen. So ein Mist. Ja, okay, da habe ich nicht richtig aufgepasst. Hätten wir eigentlich platt machen können. Wolf hat nur mal wieder Mist gebaut. Im Moment, bevor ich hier irgendwas mache, benutzen wir als erstes mal die Angel und holen uns, nein, nicht dich. Hier die beiden wieder zurück ins Deck. So, jetzt ziehen wir 3 Karten. Nutzen mal Balduin. Und uns die da noch auf die Hand. So, und jetzt treten wir dem Vieh mal in den Hintern. So, ich lege extra 2 weg. Ich befürchte, eine hätte nicht gereicht. Bin mir aber nicht ganz sicher. So, wir müssen nur noch das da kaputt machen. Ja, damit haben wir gewonnen. So. Gut, die erste Runde haben wir gewonnen, aber das war auch kein schwerer Kampf. Ich glaube, wir haben uns jetzt wirklich zu leichteren Gegnern runtergehauen. Ich hoffe echt, ihr hört das Gedonge nicht, weil ich krieg langsam Kopfschmerzen davon. Also wenn ich dem dem Hausmeister nochmal über den Weg laufen sollte, dann werde ich mich auf jeden Fall beschweren. Weil vorher, früher ist ja öfter mal jemand halt wegen rein raus, und da waren da unten die Mülltonnen direkt vor der Feuertreppe. Da habe ich mich weniger drüber aufgeregt. Tatsächlich. Einfach aus dem Grund, dass ich damals, also zum einen, damals war halt immer so, ja, es geht jetzt jemand über die Feuertreppe. Er versucht sich nicht wie ein Elefant aufzuführen. Er versucht schnell wieder runter zu sein. Er möchte ja auch irgendwo hin. So, und wir holen uns jetzt das Pantimos. So, das war Situation damals. Kontradiktion, Situation heute. Jemand tritt über knapp eine halbe Stunde hinweg die ganze Zeit gegen die Feuertreppe. Kleiner Unterschied. Und ganz ehrlich, ich nehme lieber die Person, die schnell von der Feuertreppe wieder runter sein möchte und auch keinen Bock hat, den Leuten auf den Keks zu gehen und einfach bloß nett versucht,
den Müll runterzubringen oder sowas. Weil das ist schnell vorbei, seien wir mal ehrlich. Selbst aus dem vierten Stock runterlaufen, die Feuertreppe. Das sind wie viel? 2 Minuten? Nicht mal. Wahrscheinlich 1,5. Wenn er überhaupt aus dem vierten Stock kommt, wenn er nicht irgendwie hier aus dem ersten oder aus dem zweiten kommt. Alles überhaupt gar kein Problem. Das ist halt so die Situation, die ich habe. Auf der einen Seite denke ich mir, yo, sei nicht so hart. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn du es über eine halbe Stunde machst, gehe ich runter und reiße dir den Kopf ab. Tut mir leid, wenn ich rumreite. Ich weiß, ich mache das viel zu oft. Aber es gibt halt so Situationen, da rege ich mich auf. Sollte man nicht, mache ich trotzdem. So, Problem ist, wir haben in diesem Deck keine Basisenergien. Dieses Deck finanziert sich komplett über Spezialenergie. Kann mir höchstens einen Superball holen. Wie gesagt, ich sollte mich da gar nicht so aufregen. Es ist einfach bloß nervig. Und ich weiß, es sind Kinder und man sollte ein Verständnis für haben, aber wofür gibt's Betreuer? Ganz ehrlich, und wenn nicht, dann, ganz ehrlich, dann verlange ich vom Vermieter, dass die da einen Zaun drum ziehen. Weil, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir leben hier alle in einer glücklichen, großen Familie, mal blöd gesagt, wir dürfen unten da einfach gerade durchgehen, wir müssen ja bloß ein Tor aufmachen und können dann gerade mal, was weiß ich, wenn wir schnell zu den Autos wollen. So, das ist nämlich direkt der Parkplatz da. Die auch auf unseren Parkplätzen stehen mal nebenbei, die Eltern. Die wir bezahlen. Okay, ich nicht, aber... Nur weil der Vermieter es nicht geschafft hat, die Verträge zu bringen. Es gibt Leute, die bezahlen ihre Parkplätze. Und übrigens, ich habe Erlaubnis da zu parken. Ich habe extra nachgefragt. Und mir wurde gesagt, park da bis... Warum hat das Ding nicht getriggert? Warum hat mein Glücksein nicht funktioniert? Park da so lange, bis wir da die Verträge haben. So lange kannst du da parken, wie du willst. Ist mir egal. Hat er zu mir gesagt. Und dementsprechend, ich habe da Erlaubnis. Aber wie gesagt, die Eltern parken da auf den bezahlten Parkplätzen immer wieder. Und das ist auch okay. Aber ich denke mir halt, wenn man zu uns sagt, wir dürfen nicht deren Gebiet betreten. So ungefähr. Das gehört nicht zu euch. Dann dürft ihr da auch nicht hin. Ganz ehrlich, dann ist die Feuertreppe ein abgesperrtes Gebiet, weil die gehört hier zum Studentenwohnheim und nicht zur Kita. Und dann dürfen die das nicht benutzen, nicht gegentreten, gar nichts mitmachen. So einfach ist die Sache. Tut mir leid, wenn ich da vielleicht ein bisschen erbsenzählerisch bin, aber denk mir halt in dem Moment, wenn man sagt, die einen dürfen etwas nicht, um die anderen nicht zu stören, aber die anderen dürfen etwas machen, um die einen zu stören, dann hat da irgendjemand nicht so ganz verstanden, wie eine Gleichberechtigung funktioniert. Und das ist halt etwas, was mir persönlich sehr auf den Keks geht. So, jetzt hat er natürlich unser gutes Pokémon vernichtet, weil wir hier nicht tauschen konnten. Beziehungsweise auch nicht tauschen wollten. Muss man ja mal fairerweise dazu sagen. So, wir holen uns jetzt ein Entwicklungs-Pokémon. Ich sagte, wir holen uns jetzt ein Entwicklungs-Pokémon. Gib die Bälle zurück. Das ist aber nicht genug, um das Vieh zu killen. Das ist das Problem. Das reicht bei weitem nicht.
Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie seht ihr die Sache? Meint ihr, ich übertreibe oder denkt ihr, ja Wolf, du hast eigentlich schon ganz recht. Das ist ja Schwachsinn, wenn du da irgendwie den Mister ertragen musst und die sagen euch, ja, ihr ertragt das, aber die anderen, nein, das kann man denen nicht zumuten. Dass ihr denen auf den Keks geht, das geht nicht. Die euch? Voll okay. Aber andersrum. Mm-mm. We don't do that here. Oh, Kacke. Wir können wieder nicht entwickeln. Das ist mal wieder so eine doofe Situation. Wir müssen uns erstmal hier wieder Entwicklung besorgen. Oh, dann kloppen wir das Vieh mal um. Wie viel brauchen wir denn? Wir brauchen 160, das heißt 4 Bällchen. 1, 2, 3, 4. Und jetzt kriegen wir immerhin 3 Preiskarten. So, wir tauschen dann gegen das Gardevoir aus und hauen es weg. Wenn er es schon entwickelt, kloppen wir es richtig kaputt. Weil wir können uns 2 Bälle wiederholen. Das heißt, auf 4 Bälle kommen wir auf jeden Fall, hundertprozentig. Mit Balduin vermutlich auf dem... Ah ne, Balduin dürfen wir ja nicht verwenden. Habe ich vergessen. Balduin ist nicht. Okay, er haut uns kaputt, bevor wir überhaupt zu irgendwas kommen. Warum kann der Disc nachladen eigentlich? Kann der immer wieder machen. Eine Frechheit. Bin gerade am Überlegen, vielleicht erstmal eine Runde die Füße stillzuhalten. Und zu sagen, ja, wir sammeln jetzt erstmal Bälle. Obwohl. Nee, weißt du was? Machen wir nicht. Perfekt, genau das wollte ich. Es ist aber auch super, dass er... Oh nein, das habe ich erst gespielt. Kacke. Okay, dann habe ich es verkackt. Dann habe ich es richtig verkackt. Das konnte ich jetzt nicht. Jetzt habe ich meine eigene Situation verballert. So. Ich meine, wir haben alle Bälle, die wir brauchen. Wir haben alles, was wir brauchen. Aber der wird jetzt einen Befehl vom Boss spielen und unser Dedenne wegkloppen. Oder die Mary und einfach alles kaputt machen, was uns gehört. Geht natürlich auch. Ja, das war ein Fehler von mir. Ich hätte das andere nehmen sollen. Hätte ich das andere genommen, hätten wir gewonnen. Ja, das war dumm von mir. Das war sehr dumm. Hat auch nur noch eine Preiskarte und für die anderen kriegen wir keine 3, leider. Was ich natürlich machen könnte, ist in der Hoffnung, die Dänne zu ziehen, aber das ist ja auch Quatsch. Ziehen wir einfach nicht. Und die anderen, die haben zu hohe Rückzugskosten. Nee, das Spiel ist vorbei. Das war dumm. Habe ich einen Fehler gemacht. Habe ich einen Fehler gemacht.
Aber gut, wir wissen, das Deck kann funktionieren, wenn der Wolf nicht allzu dumm ist. Und so langsam lerne ich auch, wie man das Deck spielen muss. Das ist wirklich eine interessante Idee. Also mir macht es sehr viel Spaß. Ich habe auch tatsächlich für all diejenigen, die es interessiert, ich habe die Decklisten in die Beschreibungen gepackt. Und ganz, ganz wichtig, also da ist ein Google-Dokument, da stehen sämtliche Sachen drin, die ihr wissen müsst. Und da habe ich auch eine Wolf-Wertung reingemacht. Das Problem ist, die Wolf-Wertung ist sehr, sehr subjektiv. Das ist meine gefühlte Wertung. Heißt, die kann falsch sein. Aber schreibt mir einfach mal auch gerne, wie ihr meine Wolf-Wertung findet, ob die euch hilft, ob ihr die Kacke findet, ob ihr vielleicht irgendwas ändern würdet. Aber das ist halt so meine gefühlte Wertung, wie ich das Deck einschätzen würde. Sind natürlich meine Fehler. Gut, Leute. Ihr lasst mir jetzt auf jeden Fall ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Ich bringe jetzt mal meinen Müll raus und guck mal, was da auf meiner Feuertreppe los ist, wenn das nochmal passiert. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal und drückt mir die Daumen, dass meine Kopfschmerzen, bis ich nachher Nachhilfe gebe, weg sind. Bis dann, euer Wolf.